In 53, also 53. Wir sind ja bei der 50. 51. 52. Eins noch. 53. So. Müssen hier oben auf dem Dach sein, ne? Hier einen Sprengsatz an der Tür. It's hot. Look out. Spreng die Tür auf. Silver drive, middle stack, silbernes Laufwerk, mittleres Loch, holtes Laufwerk. Da hinten. Jetzt raus, folge Michael aus dem Gebäude. So, natürlich hat das Gebäude auch durch die Explosion ein bisschen was abgekriegt, weshalb wir jetzt hier auch raus müssen. So, da runter, komm. Alter! Krieg ganz schön was ab hier. Folge deiner Crew. Bleib von der Tür weg. Alter! Gut, den hat's anscheinend erwischt. Alter. Alter. Da muss man sagen, das ist echt cool gemacht hier. So könnte ich mir echt so einen Feuerwehrsimulator vorstellen, ne? Alter. Ja, es kommt mir gerade echt auch so vor, als würde ich hier durch den Tower vom 11. September rennen. Wir sind eine Etage drunter, vorsichtig bleiben. Aber, hä? Alter, ich hab den nicht gesehen. Die World Trade Center, meinst du? Ich werde gleich schon mal hier eine Waffe auswählen. So, das ist natürlich jetzt das Ding. Und ich muss jetzt ein Stockwerk weiter runter. Wo ist denn hier einer? Dann siehst du aber auch nicht, ne? Vor allem, dass die hier noch durchrennen und rumschießen, obwohl hier natürlich die Bude brennt. Sehe ich auf der Map gerade nichts. Da um die Ecke kommen sie. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich denke mal, ich muss hier noch weiter lang. Ach, da hinten war die Treppenhaus. Ja, ich sehe es gerade. FIB! Just get out of here! You fool!
Da ist noch einer. Hier war das ein Stockwerk unter mir, sind die, ne? Ich muss mal ganz auf die Map gucken. Ein Stockwerk unter mir hieß es doch. Da hätten. Ne, halt, die sind ganz unten. Wieso gehe ich nicht eigentlich die Treppe? So gut es geht, runter. Jetzt muss ich mal trotzdem mal gucken, was ist. Ziel finde ich jetzt auch nicht. 50th floor, man. Almost with you. Kann ich hier raus? Nee, ne? Kann ich hier überhaupt durch? Nee. Ich glaube, ich muss treppenmäßig noch weiter runter. Ich bin schon ganz... Hier geht's nicht mehr. Scheiße. Okay, das heißt, es ist schon gemacht. Ich muss hier raus. Nur wo lang? Ich muss da hier und dann ging es da hinten lang. Aber hier ist alles so versperrt. Ich kann gerade nur hier hinten lang. Ach, das sind die anderen. Sehr schön. Hier kommt gerade ein bisschen, ich sehe schon, der Sauerstoff wird ein bisschen knapp. So, komm. Mittlerweile müsste eigentlich die richtige Feuerwehr auch schon da sein. Also nur eine Festplatte zu klauen, legt man ein ganzes Gebäude lahm. Warte, bis die Bude brennt, ernst genommen. Ja, das stimmt allerdings. Ich sage dann, wir legen nur ein bisschen ein Feuer und gehen rein, das war's. Aber dass gleich das ganze Gebäude einstürzt, das ist echt heftig. So. Drücke S, um nicht abzuhalten, drücken, um schnell nach unten zu kommen. Let's keep moving, dog. In Bewegung bleiben. Ja, ihr bekommt natürlich die Brocken runter. Ausweichen kann ich nicht. Alter. Ja, ich beeil mich schon. So, und jetzt? Also ich freue mich gerade echt, dass ich die Feuerwehrmission genommen habe. Weil die macht echt Laune hier. Ja, ich habe auch ganz das Gefühl gehabt, dass der Fahrstuhl gleich runterkommt. Oder dass zumindest die Brocken, die da runterfallen, mich irgendwie erwischen. Aber die sind irgendwie nicht so. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe, fällt das Gebäude in sich zusammen. So, und rein da. Ah, man kann nicht weit genug hochschauen, schade. Und weg hier. Auch wenn natürlich die Leute sich beschweren, bis wahrscheinlich wundern werden, warum ich hier, warum ich natürlich bei so einem brandenden abhauen mit dem Feuerwehrwagen. So, es ist natürlich zu unserem Fluchtfahrzeug, was wir schon mal positioniert haben. Man, I'm working on. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna? Mach mal die Bahn frei hier. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the
feds and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? How far to the getaway car? They ain't on us yet. So, hier rum. Alter, deswegen kommen kaum den Berg hier hoch. They gotta be looking for us. We gonna be cool, okay? Alter, ich hab so ein Blechschild hier. Wenn ich nicht dran vorbeikomme, ey. Alter, aber auch dieses blöde Auto da stehen bleiben musste. Ein bisschen das Auto löschen. Okay, das Viech hab nicht ich überfahren. So, komm hoch hier den Berg. Egal wie ich immer die Route einschlage, ich fahre immer von oben ran. So, jetzt hier runter. Verlasse den Feuerwehrwagen, wahrscheinlich müssen wir den auch wieder zerstören. Genau. Deswegen hier natürlich gleich wieder. Geht das natürlich wieder nicht. Da habe ich natürlich wieder keine. Oh. Jetzt wechseln wir mal ganz kurz den Charakter. Ich kann natürlich nicht wechseln. Alter! Da muss ich halt eine Granate reinwerfen. So, begib dich zu Lesters Haus. Da fahre ich aber hier lang. Now that we're clear, I can probably tell you people. I didn't think we were gonna make it out of there. One of us didn't. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. I don't like speaking ill of the departed, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut off with his work, man. His mind was on other things. Why you say that? Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? Well, you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the Bureau and we produce his picture? There's some free press. They call that, pre-awareness. Yeah, all right, man. Sure. How very fine would. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal schlecht gemacht, dass die jetzt über den Verstorbenen geredet haben. So ein bisschen, ja, er hat vorgehabt, Drehbuch zu schreiben und so weiter und so fort. Dass er nicht einfach so, ja, gut, er ist tot, passiert. Sondern dass er echt nochmal drüber geredet worden ist. Das finde ich eigentlich echt ein bisschen interessanter hier. Okay, hier sterben natürlich viel mehr Charaktere und es wird nichts drüber verloren. Aber gerade der war ja so im eigenen Team, so auf der eigenen Seite. Finde ich dann schon mal nicht schlecht, dass da sowas eingebaut worden ist. Dass es dann doch nicht so ganz als selbstverständlich hier dargestellt wird. So, weit haben wir es nicht mehr. Ups. Noch 2 Kilometer. Alter, du musstest jetzt aber auch stehen bleiben, ne? Okay, das fährst du extra hinter dem und da bleibt der stehen.